Ja, da oben. Alles da in der Ecke. Sehr schön. Die Frage. Wir fliehen im Bach. Ja, wir im Bach. Es wird wahrscheinlich erst dann enden, das eine. Auf Höhen des Baches, wenn wir bei niemandem mehr Aufträge haben. Und ich reite erstmal nach da ganz hinten. Also erstmal schwimmen. Da komme ich hier so nicht rüber. Haben wir ja bereits festgestellt. Eigentlich könnte ich immer so ein paar. Würde ich ihn hier wegnehmen. Die Standard-Reittiere können ja mal was drin machen. Komm, wir nehmen das neueste. Wir nehmen das neueste Ross. Hallo? Nimmst du mal das neueste Ross? Danke. Ebenbach. Die sind das auch nicht. Nee. Ich weiß ja noch nicht, wo die sind. Platin! Wir haben Platin gefunden. Was Ewigkeiten braucht, um abzubauen. Gott sei Dank noch mit Erfolg. Hier. Dann nehmen wir das Platin nämlich hier einmal mit. Okay. Ja, ich steige ja schon vom Pferd ab. Ist ja okay. Ruhig, Meister Pets. Ich muss unbedingt mich wieder ums Handwerk kümmern. Unbedingt. Komm ich da rüber? Läuft. Das lübt doch. Wird Lüpto wie geschmiert. Gott, ich dachte gerade, das Internet wäre wieder abgekackt. Macht man doch sowas nicht mit mir, Internet. Oh Gott. Nicht nochmal sowas wie gestern.
Vor allem hatte ich erstmal richtig Panik. Aber das Geilste, nachdem ich dann ja den Stream notgedrungen beendet hatte, ich lag im Bett, also nachdem ich wirklich komplett im Bett lag und alles fertig gemacht hatte und alles ausgemacht hatte, war glaube ich eineinhalb Stunden später, da ging das Internet wieder und ich dachte so ernsthaft, ich habe mich gerade ins Bett gelegt, bin gerade zur Ruhe gekommen und dann geht das Internet wieder. Also, nee. Nein. Ich habe mich so aufgeregt. So als wenn das Internet gewollt hätte, ne? So, du gehst jetzt ins Bett, du machst heute nicht länger. Das wirkt tatsächlich so. Das wäre richtig mies, ja. Vor allem der Router in Neustadt konnte es nicht sein. Am Router hieß es tatsächlich, wir hätten Internet. Und das war das Kuriose daran, wir hatten aber kein Internet. Dann hatte ich den Router zweimal neu gestartet. Und dann hat halt immer noch nichts funktioniert und dann dachte ich, okay. Jedes Mal werde ich panisch machen. Aber irgendwie war da gestern der Wurm drin. Da stand jemand auf dem WLAN-Kabel. Schön wäre es. Wir tun einfach mal so, als wäre das der Grund. Also die Gegend, muss ich tatsächlich sagen, gefällt mir mittlerweile echt mega gut. Also ich sag's eigentlich schon den ganzen Abend, aber das ist echt mit so eins meiner Lieblingsgebiete jetzt. Kann ich jetzt echt mittlerweile behaupten, das Gebiet gefällt mir. Die Musik ist mega schön. Wenn man mal was von hört. Und der, was auch bei hier nicht so aufdringlich ist. Die Gegend ist super schön und vor allem ist es mal hell. Also, jetzt ist es gerade Nacht. Aber in der Regel, es ist hell. Du hast halt, ne? Sieht ja nicht so trostlos aus. Ja. Das war das, was ich irgendwann halt befürchtet hatte bei Lothbrook. Weil du kommst quasi, bei den Eredluin, ja, auf der einen Seite Schnee, auf der anderen Seite trostlos. Und dann bei den Elben wiederum halt wunderschön, mit Blümchen, mit Bäumchen, ne? Alles, was das Herz begehrt. So. Dann kommst du ins Auenland. Natürlich ist das Auenland blüht und ist alles richtig schön und harmonisch und, ne? Gaukelt dir quasi die heile Welt vor. Im Breland, ja, klar, hat seine Schattenseiten, alter Wald, Hügelgräberhöhen, ist aber trotzdem größtenteils auch noch freundlich. Dann kommst du in die einsamen Lande, denkst dir nur so, okay, gut, trostlos, trostloser am trostlosten. Dann quasi geht es dann direkt in den Nordtönen weiter, zumindest geht da ja auch die Hauptstory lang. Jetzt habe ich vergessen, ne? Hätte ich eben vergessen. In den Nordhöhen denkst du halt auch nur so, okay. Eine Mischung aus Eredluin und einsame Lande. Und dann kommst du hier nach Evendim. Oder Evendim oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Keine Ahnung. Und hier ist es halt wirklich wunderschön. Es blüht. Also, blüht. Aber es ist hell, es ist halbwegs freundlich. Die Bauten sind zwar zerfallen, sind aber trotzdem noch relativ gut erhalten und auch da noch hell. Und halt nicht dieses dunkel, düstergraue Gemäuer, sondern halt wirklich weiß. Und dann halt auch diese, ich würde es eigentlich eher Elbenmusik nennen. Aber wir sind ja hier eher im Reich der Menschen.
Aber es ist halt einfach freundlicher. In allen Belangen. So wüsst ihr zumindest nicht gleich, wie er verscheucht, sozusagen. Aber ich glaube, das sind doch alles alte Menschenruinen. Was benötigt ihr? Okay, ihm haben wir fertig geholfen. So, auf Bubu-Zeit für mich. Ich wünsche dir noch viel Spaß in der Folge. Wir lesen uns morgen wieder. Später eine gute Nacht und schlaf schön. Danke, Mappa. Dir auch eine wundervolle gute Nacht. Träum was Schönes. Einen erfolgreichen Tag morgen. Und danke, dass du wieder so lange dabei warst. Freut mich echt ungemein, dass du immer so aktiv hier bist und immer so lange mitmachst. Sofern es natürlich möglich ist. Das freut mich immer sehr. Ich freue mich auch schon, wenn wir dann die Innis zusammen machen. In Lotro. Das wird toll, da freue ich mich richtig drauf. Was benötigt ihr? Aber jetzt natürlich erstmal eine gute Nacht. Kuschel dich schön ins Bettchen. Schlaf für mich mit. Was kann ich mir hier eigentlich von dem Händler? Achso. Ich grüße euch. Nur sowas. Das ist uninteressant. Lass mir ab, bei Bogen machen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Okay. Ach ja, hier ihn hier habe ich ja noch. Du bist aber weit weg von zu Hause. So. Okay. Musik ist echt. Ich mag die Musik. Das ist schmissig. Jetzt sollen wir unechte Totems aufstellen. Ach, Meister Petz will wieder was melden. Abendreport. Gut gebrüllt, Bär. Muss ich jetzt ernsthaft da den ganzen Weg nochmal gehen? Ich fürchte es fast. So. Ich hänge gerade am Boden fest. Wieder Platin. Also eigentlich lohnt sich dieser Weg halt echt, ne? Wenn wir endlich mal Sachen für Virtuose bekommen. Komm echt daher, komm echt daher. Ja. Ich freue mich schon darauf, wenn du dann irgendwann mal hier lang kriechst. Hat da so ein Sinn, okay. Wieso soll ich lang kriechen? Weiß ich nicht. Soll ich dir nochmal verraten, aus was deine Mischung besteht? Ich meine, so halb Zwerg, halb Oger, halb Troll, halb Ork, halb Elb, halb Hobbits. Und ich meine, du bist der Sohn von Bingo Boffin. War das das, was ich nicht sagen sollte?
Ich hab da halt meine Freunde dran. Lass mich! Ich sag kurz mal, wenn man ihn braucht. Nee, gibt es leider noch nicht. Gibt das leider noch nicht. Ich habe die Hoffnung, dass ich irgendwann mal einen Grafiker kennenlerne. Noch nicht. Ja, mal gucken. Ich plane ja irgendwann tatsächlich meine Emotes, die ich haben möchte. Oder ich plane. Hätte ich ja schon gern von einem richtigen Grafiker. Aber das ist halt echt sauteuer. Ich habe halt mega viel gute Ideen für Emotes. Vor allem, ich habe mir jetzt hier schon einiges aufgeschrieben. Was auch so an von euren Ideen damit dabei ist, wie zum Beispiel von Tales of Arise diese Eule. Ja, man kann sich das auch also selber machen, aber wenn das halt so digital gezeichnet aussieht, das wäre halt mega süß und richtig niedlich. Aber das, wie gesagt, ich kann halt leider nicht zeichnen. Ich meine, meine Schulnote in Kunst, gut, Kunst ist Ansichtssache, aber sie bestand aus 5 und 5. Ich kann doch nicht mal gerade einen Strich zeichnen. Kriegst du nicht mal hin, in einem Malbuch, ist das kein Scherz, in einem Malbuch nicht überzumalen. Sieht immer aus, als hätte er so ein 3- oder 4-jähriges Kind gezeichnet. Ich weiß, das ist Ansichtssache. Ne? Kunst ist immer so ein Ding. Es muss einem gefallen oder es muss einem nicht gefallen, aber trotzdem. Wenn mir selber die Sachen schon nicht gefallen, die ich da mache. Ich könnte meine Bekannte von mir fragen. Die macht auch Commissions. Wollen auch Leute, die gut zeichnen können. Ja, ne? Ich auch. Kannst du aber gerne mal fragen, wenn das kein Problem für dich ist. Ne? Also immer vorausgesetzt, das ist auch okay für dich. Weil Fritz zum Beispiel kennt auch jemanden. Die Person arbeitet halt mit ihm zusammen in der Firma. Wäre aber halt auf der einen Seite halt auch blöd, ne? Weil Arbeitskollege und ne, da habe ich dann gesagt, nee, möchte ich halt ungern. War froh, auch glaube ich soweit ganz froh drüber, wobei, ne, er es mir jetzt trotzdem angeboten hat, also es wäre trotzdem kein Problem gewesen. Aber ich habe mich halt selber dann nicht so ganz mit Ruhe gefühlt. Vor allem, weil ich halt eher so ein Mensch bin. Ich finde lieber selber Leute. Aber, naja. Wie gesagt, Jan, daran kostet nichts. Auch wieder wahr. Auch wieder wahr. Nee, aber wenn, wenn du das machen könntest, wäre halt mega cool. Weil ich suche halt, wie meine Emotes jetzt. Sind zwar auch quasi selbst kreiert, weil ich mir das alles selbst ausgesucht habe und, ne? Aber es wäre halt trotzdem geil, wenn man halt wirklich was Eigenes hätte, was halt, ne, sonst so keiner erstellen kann. Außer wenn man es nachzeichnet. Wäre natürlich schon cool. Nur Preis-Leistung muss dann halt auch stimmen. Zum Beispiel für ein Emote, das machen halt viele, für ein Emote 30 Euro. Ich weiß, es steckt viel Arbeit und viel Zeit dahinter und ich beneide die Leute auch wirklich, die das können. Aber ich habe keine 30 Euro für, oder keine 90 Euro für 3 Emotes. Habe ich einfach nicht. Und 30 für 1 lohnt sich bei mir einfach nicht. Dafür bin ich, finde ich, bin ich zu klein. Und das ist halt echt, echt Wucher. Obwohl ich weiß, wie viel Zeit dahinter steckt. Und ich, das soll auch keine Kritik sein. Irgendwann, wenn man sich's leisten kann, werde ich das natürlich machen. Aber es ist halt echt Schweinegeld. Und das musst du halt erstmal verdienen, wenn du gerade anfängst. Ich meine, in 2-3 Jahren sieht das wahrscheinlich anders aus. Aber jetzt so zum Anfang? Echt. Das ist halt echt happig. Ob sie das natürlich Emotes macht, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, fragen kann ich gerne morgen. Wie gesagt, wäre cool. Ich werde sie morgen fragen, versprochen. Und sie dann mitteilen. Ja, zur Not gehe ich dir damit auf und sage, nein, mache ich nicht, aber. Wäre echt cool. Weil wie gesagt, diese 30 Euro sind halt echt schon. Das ist für jemanden, der anfängt, sehr, sehr viel Geld.
wir haben da halt auch vollstes Verständnis für. Da hängt ja auch wirklich einiges noch dran. Die wollen ja auch was von, ne? Auch irgendwas mit verdienen. Wir müssen dann ja auch Steuern und alles zahlen, aber, ne? In 2-3 Jahren sieht das anders aus. Da kann ich dann auch sagen, okay, 30 Euro. Okay, das werde ich nicht machen, aber, ne? Geht da ja auch um die Verwertungstechnik noch. Für T-Shirts etc. Manche Künstler bieten günstigere Preise, wenn man auf die verzichtet. Auch wieder wahr. Auch wieder wahr. Weil es wäre halt zum Beispiel auch mega cool, so ein eigenes Emote zu machen und damit dann zum Beispiel später, irgendwann später mal, da schätze ich jetzt mal so in 5, 6, 7 Jahren, wenn ich dann zumindest noch Lust habe, das Ganze, dann halt auch so seinen eigenen Merch zu machen, ne? So eine Tasse mit dem eigenen Icon mit zum Beispiel Salem drauf, selbst gezeichnet von jemandem. Das wäre süß. Da würde ich mir 30.000 Dinger von holen. Einfach nur um Salem für ewig, ne, auf irgendwas verewigt zu haben. Oder allgemein Katzen zu verewigen. Bei Katzen bin ich ja, ich bin Süßheitsfaktor 3000. Gibt nichts Süßeres als Katzen. Katzen sind toll. Herr Salem. Ja, Herr Salem hat die Nacht erstmal auf mich draufgereiert. Herr Salem fand es wohl nicht ganz so toll, wie ich da gelegen habe. Nee, der hatte irgendein Blatt gefressen. Und hat das dann ausgereiert. Wo er auch immer dieses Blatt her hatte. Ich habe keine Ahnung. Vor allem, weil er... Na gut, ich war nicht die ganze Nacht bei ihm. Aber jedes Mal, wenn er wach war, war ich eigentlich auch wach. Ja, auf mir. Er lag neben, beziehungsweise halb auf mir. Und hat mich, das Oberbett und die Hauptbettdecke erstmal komplett voll gereiert. Alles komplett durchgesufft. Das heißt, ich musste um 2 Uhr morgens muss ich erstmal das komplette Bett beziehen. Lecker! Könnt ihr euch denken, wie begeistert ich war. Ist schon cool sowas. Ist bei Musik auch so mit Rechten. Sitzungs mit exklusiven Nutzungsrechten können da schon gerne mal in den 4-stelligen Euro-Bereich gehen. Es ist halt echt heftig. Nur aber auch irgendwo so verständlich. Auch noch mehr. Würdet ihr bitte einen Augenblick bleiben? Euer Ernst? Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Ich würde nur auf dieser Seite hier präsentieren. Der kommt vor drauf. Um 5 Uhr hat dann irgendein Kater was vom Regal geschmissen. Dadurch bin ich dann auch nochmal wach geworden. Um 1 Uhr war mir mega kalt. Da konnte ich dann halt auch nicht mehr... Nee, um 3 Uhr. Um 3 Uhr, nicht um 1 Uhr. Um 1 Uhr war ich noch wach. Um 3 Uhr war mir dann kalt. 4 Uhr war auch irgendwas. Oder habe ich da endlich mal geschlafen? Ich weiß es nicht. 6 Uhr ist Frisches aufgestanden. Ungefähr. Da bin ich von wach geworden. Weil er mit dem Mond rausgegangen ist. 7 Uhr hat Salem vor meiner Tür gejammert, weil ich meine Tür zugemacht hatte. Dann hat er Dauermauzen gemacht. Obwohl ich ihm sogar sein Trinken rausgestellt habe. Ja, und um 8 Uhr bin ich aufgestanden. War eine geile Nacht. Ich war begeistert. Nicht. Ich hätte das Tier die Nacht an die Wand pfeffern können. Ich liebe den Kater über alles, aber letzte Nacht habe ich ihn gehasst. Abgrundtief gehasst. Vor allem, ich bin halt so... Wenn ich keinen Schlaf kriege, bin ich unpässlich. Das ist ganz, ganz schlimm bei mir. Ich brauche meinen Schlaf. Nein, 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 ich will nicht. Ich will nicht. Verschont mich. Oh, da muss ich hin. Oh Gott, bist du süß. Eine Feuerfliege. Bist du süß. Ah.
Da ist wieder Platin. Achso, und den. Was hier? Damit bunte Beeren. Nee, erstmal möchte ich mein Platin sammeln. Hier ist nur ein Schattenfang. Das ist wieder eine Feuerfliege. Okay, das sind tatsächlich Menschen. Interessant. So, zwei Büsche brauche ich noch, also beziehungsweise noch einen. Nein, das ist eine leuchtende Feuerfliege. Das ebenfalls. Erstmal Feuerfliege töten. Hat einer Insektenspray? Ist leider gerade aus. Schade. Ich hab mich doch so drauf gefreut. Alles gut, Kaya. Alles gut. Das tut mir ja nichts für. Es tut mir leid. Benötigt ihr etwas? Okay. Miau, 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 miau. Ja, mit mir ist alles in Ordnung. Bitte nicht wundern.
Schnurren. Oh Gott, ist das schön. Ich liebe es, wenn ich was Schnurren höre. Hinter den Dämmerfällen. Okay. Schnurr. ein bisschen. Genau, ein bisschen schnurren kann ich auch. Business schnurren. Ich mache jetzt das Business schnurren. Schwieriges Wort. Business schnurren. Wenn man es langsam sagt, geht es. Da unten muss ich nicht. Ich muss nach oben. Hallo? Danke. Die Musik ist echt mega cool. Allein deswegen liebe ich das Gebiet. Da muss ich hoch. Irgendwie. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ja. Hier sind wir. Noch mehr. Muss ich jetzt als nächstes hin mit dem Ding? Klar, wieder zurück. Okay. In Ruhe. Ich will nichts von euch. Laufplätze. Nee, das Pferd heißt strahlend.
das hier strahlend. Wenn ich bitten darf. Mega kreativ. Ja, warte. Ich kann ja gleich noch andere Namen nehmen. Namen nennen. Warte. Das hier heißt Butterfly. Das hier ist Butterfly. Die Ziege heißt Doppelbock. Das hier ist Doppelbock. Dann haben wir den Elch namens Sieg. Das hier ist Sieg. Dann haben wir natürlich noch Gefährte. Das hier ist Gefährte. Das ist eine sehr gute Frage. Die anderen Tiere kommen gleich. Die zeige ich dir gleich. Oder euch. Euch gleich. Dann haben wir hier noch Schiefer. Das hier ist Schiefer. Dann haben wir hier Kernholz. Unser gutes Kernholz. Wie hieß nochmal sein Schokobrot? Dein aktueller in FF14. Weiß ich gar nicht mehr. Bei unserem Einschau habe ich ihn nach was zu essen benannt. Ich glaube, mein normaler Schokobo hieß einfach nur Schoko. Also, Schoko. Ohne das S vor. Ich meine, Schoko hieß mein Pferd. Mein Pferd, glaube ich, mein Schokobo. Pferd des geflügelten Herolds. Hier haben wir auch noch eins. Das hier heißt Freundchen. Das hier ist Freundchen. Also ja. Sie ist cool. Ich kann auch gern eins der Tiere Sie nennen. Habe ich kein Problem mit. Okay, warte mal. Dann nennen wir das hier. Das hier wird Sigi. Das hier ist jetzt Sigi. Wir taufen dich auf dem Namen Sigi. Zufrieden. Nice. Ja, ne? Okay, da hinten ist auch noch was. Wieso heißt ich nicht Sigi? Weil du nun mal nicht Sigi heißt? Ganz einfach. Toll. Mutter, danke für nix. Schön. Ich will auch niemand so weit. Kannst dich ja umbenennen.
wenn dann jemand fragt, ey, ne? Wie ist? Jo, ich heiße jetzt Turbo. Turbo, das ist gut. Oh Gott, ey. Diese Hobbitas-Emotes, die sind mega cool. Hilfe. Da fällt mir übrigens ein, da muss ich ihn auch nochmal einen Abruf erneuern. Dann habe ich den nämlich auch wieder. Das ist eine coole Brücke! Das ist eine coole Brücke. Da mal den kleinen Steinhaufen. Hä? Geht das auch, wenn ich die einfach nur töte? Trotzdem mal stehen. Besiegt den Steinriesenanführer. Ach du grüne Neune. Ich fühle mich so klein und unbedeutend. Ja, nee. Die jetzt scheiß betäuben, ey. Das ist aber nervig. Sofort, Kaya. Ich muss gleich erstmal was zu trinken eingießen. Ich habe gerade nichts mehr am Start. Musst du erstmal den riesen Kolossi besiegen. Und den nächsten, der da noch kommt. Ich bin allein gegen eine ganze Armee. Weil einer geht noch. So, es wird kein Wasser sein, sondern Wein. Ich hoffe, das ist okay. Wasser habe ich zwar auch noch, aber... Ja, ne? Wein ist doch besser als Wasser.
Ja. Wobei ich mit den Beinen heute auch nur gegönnt habe, weil wir Lotro Night machen. Und ich hatte jetzt ja eigentlich immer, wenn wir Lotro Night gemacht haben, immer wenn wir Lotro Night gemacht haben, habe ich eigentlich immer einen Wein getrunken. Dafür trinke ich halt sonntags jetzt kein Wein mehr. Zur Zeit, solange wir Lotro Night machen. Luna! Noch immer im Blog, aber das musste sein. Nein! Das musste nicht sein! Verkrieg dich doch nicht immer in den Lurk. Wir wollen auch was von dir haben. Lass uns nicht allein. Hab dich lieb. Ich dich auch. Ach du grüne Neune. Der hat aber viele beschützter Pets. Hab ich meinem Freund Filmabend virtuell. Ja, okay, okay. Das entschuldigt. Ja, okay. Dann verkrümel dich wieder. Ab mit dir. Ab zu deinem Freundchen. Gerade zurück in die Zukunft. Ah, deswegen vorhin die Frage. Wie später, morgen. Ja, bis später. Und euch noch viel, viel Spaß. Auch deshalb. Kai bekommt was aus Discord von mir. Warum ich nicht? Warum ich nicht? Was mit mir? Was ist mit mir? Ich will auch was. Und wenn es nur ein Cookie ist. Wenn es nur ein kleines, süßes, hartes Cookie ist. So. Nun kommen wir wieder zurück, Marsch. Lass mich nicht. Oh, na gut, okay, fliegen ist eigentlich gar nicht mal so. Ey, danke! Wissen die eigentlich, dass sie mir damit einen Vorsprung verschaffen? Ist denen das bewusst? Ich glaube nicht. Ich darf jetzt so nicht runterfallen, so sterbe ich. Dieses Gebiet ist so schön. Es ist so schön. Es ist so unglaublich schön. Ich habe mich verliebt. Ich habe eine neue Liebe gefunden. Platin. Autsch. Was kann ich für euch tun? Okay. Was benötigt ihr? Seid gegrüßt. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Ihr könntet mir vielleicht zu Diensten sein. Oh, jetzt wieder nach da hinten. Können die sich mal alle entscheiden?